Moin Moin aus Maui. Und ihr habt gerade gesehen, habt ihr gerade gesehen, glaub mir, ja, ne? Den Haleiwa. Ich bin echt was Hawaiianisch. Haleakala. Haleakala. Gestern war ich nicht in Nivea, in Waimea. Ich kann einfach diese hawaiianischen Worte nicht aussprechen, nur ist einfach zu früh. Da werden wir auf jeden Fall heute hinfahren oder rauffahren und uns den Vulkan angucken. Ja, ich muss immer von Julia mal Bestätigung kriegen, ja, stimmt das so alles, was er hier erzählt? Und deswegen werden wir erstmal frühstücken jetzt. Es ist jetzt 4:15 und ich mache unsere Pancakes. Und als Special Edition werde ich die heute mit Jello Sugar Free Chocolate Fudge pimpen. Also heute gibt es die Chocolate Edition. Und was wir gestern gefunden haben, geilerweise, so eine kleine Packung Maple Almond Butter, also Mandelbutter von Justin's. Die Kombination hört sich schon mal richtig geil an und weil wir ja nicht so viel Peanut Butter essen oder ich ja eigentlich auch nicht so der High-Fat-Freund bin, aber Mandelbutter richtig geil ist, finde ich diese Serving-Size richtig geil. Kostet zwar 2 Dollar, ist eigentlich eine Unverschämtheit für so, wie viel Gramm sind das? 32 Gramm Mandelbutter. Wir hätten 4:5 kriegen können. Wir hätten auch 4:5 kriegen können. Wahrscheinlich finden wir die so geil, dass wir wahrscheinlich sowieso 4 Stück davon brauchen jetzt von The Pet Cakes. Ja. Seht ihr dann gleich, wenn es fertig ist, würde ich sagen, weil sonst dauert das alles ein bisschen lang. Ich zeige euch aber kurz, wie ich die Pancakes oder was ich dafür brauche. Ganz normales Mehl. Ne? Haben wir ganz normal, seht ihr schon, haben wir hier schon aufgestockt. Wir werden wohl noch ein paar Pancakes machen. Und ja, Eier brauchen wir dafür. Normale Milch oder die Almond Milk. Habe ich hier die Unsweetened Variante. Und ganz wichtig dafür, Sparkling Water, Selta, damit das schön aufschäumt. Und süßen halt, wie ihr wollt. Ich mache mit Jello, Sugar Free. Und ja, ihr seht gleich, wie das fertig aussieht. Und eine Sache zeige ich euch noch. Die ist richtig pervers, habe ich gefunden. Molly Mac Butter Fat Free. Wie heißen die? Butter Flavor Sprinkles. Und Juli, sag mal ganz kurz, wie das riecht. Richtig pervers nach Butter. Richtig pervers nach. Richtig krass. Nach Butter. Und das Ganze hat auch noch, naja, nicht Zero Calories, aber naja, eigentlich nur ein paar Carbs. Ich habe gesagt, lass uns mal einen Maiskolben kaufen und das darauf machen. Das könnte geil sein. Das ist hier auf jeden Fall richtig pervers. Das, sowas kannst du nur in Amerika geben. Aber ich finde ja sowas auch vielleicht geil. Ja, so geil, dass du es noch nie benutzt hast. Komm noch. Wir sehen uns. So sieht das Ganze aus. Und Julia hat gerade gesagt, das riecht so ein bisschen wie Crepe, ne? Mhm. Oh, richtig geil. Und jetzt gibt es den Test. Justin's Maple Almond Butter. Exklusiv. Ich liebe ja Mandelbutter. Und ich glaube, also 4:5, ne? Juli, musst du ausprobieren. Ja. Wird gleich 50-50, ne? Ja, aber bitte genau aufs Gramm ausmessen. So, wir stärken uns jetzt noch. Dann machen wir uns gleich noch ein bisschen Food Prep. Food, ne? Prep für unterwegs. Ja, weil wir kriegen da vielleicht ja nichts zu essen. Man weiß es nicht so genau, bevor wir dann verhungern. So, jetzt frühstücken wir aber erstmal. Mit Peanut Butter und Sandwich. Ich würde mal sagen, Peanut Sandwich. Butter, Jelly Time. Julia hat hier schon die komplette Navigation durcheinander gebracht. So. Ich wollte nur Radio anmachen. Ja, Radio anmachen. Wir glauben, dass das da hinten der Haleakala National Park. Du glaubst das. Steht doch auf dem Schild da drauf. Ich wusste, dass wir das auch so finden. Deswegen. Ja, auf Maui findet man eigentlich alles so, außer sich selber. Günstiges Essen. Sich selber. So, jetzt. Ich glaube, das Wetter ist perfekt. Da oben werden wir uns den tödlichsten Sonnenbrand holen.
Nein, ich habe Sonnencreme mit. Arne glaubt, dass das da der Berg ist, den ich nicht richtig draufkriegen kann. So, du Tante, kannst jetzt mal den Schnabel halten. Boah! Concentration every time. Concentration every time. Boah, Arne wollte eigentlich, während ich bei Starbucks war, wollte er eigentlich den Kofferraum ordentlich machen. Ja, und was hat er gemacht? Bei Instagram was gepostet. Bei Instagram gepostet. Turn left after 4 miles. Die will gerne mit dir reden, lass sie doch. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr von, was ist das hier, Cadillac, ne? Escalade. Das, dieses Navi und Entertainment System ist einfach super schlecht von der Bedienbarkeit. Usability 6. So als 15. So, da sind wir. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. You have reached your destination. Geil. Sieht jetzt hier schon ein bisschen mehr nach Kraterlandschaft aus, ne? Boom. Ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Geht eigentlich, ne? So, so, ich glaube, ich hole mir gleich den Pulli raus, ne? Wir sind fully equipped. Nein, eigentlich sind wir fully Amateure, ne? Wenn wir so die anderen Leute auf dem Parkplatz sehen. So eine Fließjacke oder irgendwie so eine Regenjacke oder sowas, ne? So ein Windbreaker, ja, oder sowas mitnehmen müssen. Sie sind alle typisch in ihren North Face und Jack Wolfskin. Und mit Wanderstöcken und ich habe hier Sand in der Tasche. Cappies. Und hast du einen Sonnenschutz dabei? Ja, ich habe meine Kappe mit. Okay. Also jetzt geht's los. Wir wandern jetzt hier hoch auf den Krater. Eigentlich sind wir ja schon drauf, ne? Aber es geht jetzt noch höher. Ja, lang. Man kann noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Ausgestattet sind wir da, eigentlich. Da, Nene rennt weg. Ja, voll ausgestattet. Meine wichtigste Ausstattung besteht aus einem Rockstar Sparkling Energy Zero Sugar. Und Essen haben wir dabei. Du auch? Ich habe mir Sandwiches gemacht, Sandwich. Ja. Ich habe mir Reis mit Fajita Beef gemacht und den Laughing Cows da reingemixt. Mm. So Cream so. Lecker. Gucken, ob das schmeckt. So, wir sind gerade ganze 10 Meter gekommen und schon so, wow. Krass, gleich wieder Kamera an. So. Guckt euch das an. Richtig geil. Geile Aussicht. Mit der Kamera kommt das natürlich wieder nicht so rüber, aber... Vielleicht doch. Unfassbar. So, hier ist die Aussicht noch mal krasser. Auf den Krater darunter. Ich weiß gar nicht, wo würde der denn ausbrechen hier? Stille. So still hier. Und so eine kleine Bühne. Natur. Psst, die Stille. Oh, das ist so geil, still. So angenehm. Ja, merkt man erstmal, was für ein Lärm wir in der Großstadt haben, ne? Auf jeden
spazieren hier. So, wir müssen jetzt hier gerade mal den Geröllweg runter. Abenteuerhungrig wie wir sind, sind wir jetzt quasi abseits des Trails. Trail closed. Aber wir sliden hier ein bisschen runter. Safety first. Oder auch nicht. Vielleicht sollte man auch nicht filmen und gleichzeitig laufen. Alles für euch, alles für die Community. So Leute, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde hier reingelaufen. Ja, bestimmt. Stunde reingelaufen, weiter werden wir jetzt nicht laufen. Aber ich glaube, hier sieht man auch so den Großteil des Kraters. Die Farben sind extrem. Diesem Gelb, Grün, dann die Wolken. Und still. Jetzt müssen wir natürlich noch alles zurücklaufen. Einmal wieder da hoch. Ja. Die Dame im Aussichts... Oh, Zoom hier schön auf mein plattes Haar. Die Mütze wieder ab. Plathead. Meinte, wenn eine Stunde runter, doppelte Zeit immer hoch. Also 2 Stunden machen wir wieder hoch. Bergauf schön. Mal schauen, irgendwann. Wir haben gerade auch noch Deutsche kennengelernt. Irgendwie sind so viele Deutsche unterwegs. Und die haben gesagt... Die haben so eine Rundreise gemacht und die waren auf Kauai. Das soll die geilste Insel sein. Ja, von der Natur. Wow, haben sie natürlich ausgelassen, weil das zu. So Leute, wir sind fast wieder oben. Hört man das? Adidido. Ist eigentlich gar nicht so meine Musik, aber das Lied ist der Knaller. Machen wir kurz aus, sonst wird das wieder geflaggt hier. Bone. That's where I live. Echt. Julia kam gerade auf die geile Idee beim Hochsteigen hier, was extrem anstrengend ist, schön Musik anzumachen. Und wie, von wem ist das Lied? One Republic. Von One Republic. Und es heißt? I lift. Wie gesagt, eigentlich gar nicht so meine Musik, aber hört euch das Lied an und hört euch den Text an und dann wisst ihr, worum es geht. Wenn wir eines Tages den Löffel abgeben, dann heißt es doch wirklich nur noch, ich will sagen können, ich habe gelebt, ich habe gelitten, gelebt. Einfach geil. One Republic. And things that I did, genau. Ja, tut Sachen. Sammelt Momente, keine Dinge, kein Geld, keine Ahnung. Einfach leben, guckt euch das an. Ich schalte mal wieder aus, bevor ich außer Atem komme und hier wieder irgendwie zu melancholisch werde. Einfach geil. Oh, Lunch Break. Wir haben es geschafft. Sitzen jetzt hinten im Auto. Ist ja genug Platz hier. Und müssen natürlich erstmal Calories auftanken. Mega fertig. Aber glücklich. Mega happy. Body Media sagt 12.000 Schritte. Kommt hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Was gibt's bei dir? Sandwich? Sandwich mit der lachenden Kuh oder wie das heißt? Mit Laughing Cow, Cremekäse. Und ich habe zweimal ganz normal Jasminreis mit Chicken Fajita und auch zweimal Laughing Cow, so als schönes Cream. Lecker. Ja? Wer den Online-Coach kennt, habe ich es mir abgeguckt. Echt lecker. Das brauchen wir jetzt auch, ne? Und was gibt's für dir noch? Rice Krispie Treats. Auch geil. Guck mal. Richtig lecker. Marshmallow. Bei mir gibt es noch ein Quest Bar. Meine zweite Lieblingssorte. Cookies and Cream. Und später dann noch den Energy. Habe ich gar nicht getrunken, gar nicht gebraucht. Bei der Energie hier hat man noch so richtig Energie. So. Echt richtig cool. Aber es waren total. Hier ist alles voll. Hier stehen 1000 Autos und es gehen auch total wenig nur in den Krater rein. Ja, die gehen alle nur hier kurz den Berg hoch, so 5 Minuten. Das, wo wir zuerst waren. Und das war's dann. Wir haben ganz wenig Leute nur gesehen, ja, ne? Eigentlich nur Deutsche und Europäer, ganz wenig Amis.
Ja, Ali frappierend. Egal, wir essen jetzt, dann fahren wir auch noch mal ein Stückchen höher und dann gucken wir mal, was der Tag noch bringt. Keiner von uns sagt mal was, es ist mega fertig. Ja, es sind wieder so viele krasse Eindrücke, dann der ganze Hike. Das ist halt auch immer, das unterschätzt man auch ganz oft, dass man halt auch so viele Eindrücke kriegt, dass den Körper oder auch die Kapazitäten kostet, diese Eindrücke wahrzunehmen, aufzunehmen, zu speichern. Dann muss man erstmal schlafen, kann man das verarbeiten. Ja, Mittagsschlaf. Machen wir gleich erstmal. Ja, aber erstmal müssen wir wieder zu Walmart, weil wir wieder die Gains saven müssen. Gurken brauchen wir noch, ne? Was haben wir noch gesagt? Milch. Milch war fast leer. Gurken, Milch und Fleisch. Mark, Bad Blood. Good afternoon. Da oben waren wir. Vorhin konnte man auch noch die Dings sehen, ne? Das Planetarium. Jetzt sieht man das nicht mehr. Schade. Ja, krasser Trip. Wir sind auch mega tot, mega. Ja, es ist gerade mal 2 Uhr und wir sind schon, als hätten wir den ganzen Tag on the road verbracht. Ja, haben wir ja auch. Ist ja auch so. Jetzt fahren wir erstmal nach Kihei zurück. Und dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir mal. I'm